Ich bin Cordula Chaillieu. Ich leite das Gästehaus von Veleron Boch, Schloss Saeck. Bin jetzt seit 20 Jahren hier im Haus. Ich kümmere mich eigentlich um fast alles. Also es geht um den Verkauf, es geht um die Veranstaltungsbegleitung, es geht natürlich ganz stark um den Gästekontakt, um die Gesamtverantwortung des Hauses. Früher war das Schloss war das Wohnhaus der Familie von Boch. In den 50er Jahren ist es halt Gästehaus geworden. Hier wurde übernachtet, hier wurde gegessen, hier wurde getagt. Dann kamen dazu eben Firmenfeiern, Geburtstage, nach den Hochzeiten dann die Taufen, nach den Taufen dann die Kommunion, sodass das eigentlich immer mehr wurde. Mit dem letzten Schritt jetzt noch, dass wir ein normales Hotel geworden sind, man ganz normal buchen kann. Viele Gäste kommen natürlich, auch gerade die Touristen hierher wegen Veleron Boch, schätzen sehr dann, dass sie das Geschirr benutzen können. Badezimmer sind natürlich auch entsprechend eingerichtet. Für mich, die lange Gastronomie gemacht hat, macht es eben Spaß, mit so einem tollen Geschirr zu arbeiten, da auch mal Neuerungen zu bekommen, auch die ganzen Dekorationsartikel. Das ist schon auch was ganz Besonderes. Also ich glaube, mein Lieblingsort ist die Terrasse. Ich bin einfach jemand, der gern draußen ist. Und wenn man auf der Terrasse sitzt und dann rüber guckt, auf die Hauptverwaltung und den Springbrunnen plätschern hört und auf die Bäume, der Park, das ist einfach schön. Das Schloss ist einer der schönsten Hochzeitslocations in der ganzen Gegend. Wer hierher kommt, sucht ja ein historisches Gebäude. Ich glaube, viele empfinden es als sehr schön, dass es halt nicht entkernt worden ist, sondern letztendlich so gelassen worden ist, wie es ist. Und natürlich einfach nochmal diese Atmosphäre hier im Park, freistehendes Gebäude. Man ist sehr schnell sehr, sehr weit weg. Das ist insgesamt eine Teamleistung und ich bin sehr, sehr stolz und sehr glücklich, dass wir ein gutes Team haben, dass da alle mitziehen. Das ist eine tolle Sache. Ich finde die gute Entwicklung, dass das Schloss lebt, dass hier eigentlich immer irgendwas passiert. Das ist einfach schön.